Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir haben hier unten Truppen letztens noch ausgehoben oder zusammengeführt. Und die Burgunder sind gerade bei den Franzosen etwas drin, wie man sieht. Und Nerves, oder wie hießen die? Neves, die sind hier wohl auch einmarschiert. Wir können gerade da nicht tätig werden, weil wir noch mit den, sag schon, nationale Entscheidung verfügbar. Gucken wir erstmal da. Richtet Calais als Hauptmann. Im Frieden. Heischer mit. Ja, haben wir alles. Okay. Und was ist dann das Ziel? Merkantilismus. Okay. Verlierer administrative Macht. Hauptanlässe Seite Januar. Handelseinfluss plus 25% und Steuereinnahmen. Jo. Passt, ne? Da haben wir das schon erledigt. Also, wir wollten da gerade noch was vielleicht gucken. Ja, da Berater. Müssen wir mal gucken. Wie viel Geld haben wir denn? 6. Da können wir uns eigentlich Berater leisten, ne? Ist derzeit auf einer anderen, an dem mittleren. Okay, was haben wir da für Möglichkeiten? Missionsstärke, Steuereinnahmen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Inflationsreduktion brauchen wir nicht, haben keine Inflation, glaube ich. Globale Steuereinnahmen stärken, ja, das ist für uns auch machbar, oder? Ja, ein 1er geht. So. Dann. Ist das da? Monatlich ein. Das ist jetzt noch nicht weitergelaufen, ne? Deswegen konnten wir. Ach, stopp nochmal. Ne, da war's. Lass mal gerade einmal kurz laufen, dann müsste das doch fallen, oder? Oh. Eroberung von Anjou. Okay. Das heißt, wir haben da jetzt einen Anspruch drauf und den können wir einfach so durchbringen, ne? Okay, die Herrschaften da oben meinen, dass sie uns noch ein bisschen ärgern können. Und hier haben wir jetzt, ne? Führt Personalunion mit Lothringen an. Okay, wir können dann da eigentlich Krieg erklären, sozusagen, ne? Portugal wäre dabei. Lothringen wäre auch dabei. warte mal. Erstmal nochmal in Ruhe weiter gucken. Wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen erstmal mehr Truppen. Das ist definitiv klar. Die sollten wir vielleicht mal ausheben. Und zwar haben wir da die Möglichkeit, machen wir das doch da. Und hier oben müssten wir auch noch ein paar haben. Jetzt haben wir mal zwei, drei Pferdchen noch dabei. Kosten tun sie überall gleich, nur die Geschwindigkeit ist schneller oder langsamer. Und dann war es das mit unserem Geld auch gerade, sehe ich. Okay. Dann Ansprüche. Hier oben, ne? Wo sind denn hier die Ansprüche? Da haben wir auch letztes Mal gesagt, wollen wir hier weitermachen. Zildara ist das. Und das andere ist das. Genau, die beiden haben wir schon Anspruch drauf. Die anderen sind wir wohl noch zugange mit, oder? Kann das sein? Machen wir mal. Gut, dann lass mal gerade weiterlaufen ein bisschen. Unsere Truppen, ja, bleiben die da unten. Holen wir die hoch. Das ist eine gute Frage, ne? Hier. Unser Agent wurde in Ulster entdeckt, das ist nicht gut.
Ja, lass weiterlaufen. Stufe 3 haben wir da oben. Okay, das geht auch. Das war jetzt hier. Das klappt jetzt gleich, oder? Spionagenetzwerk, ja. Und wenn wir das jetzt hier machen? Anspruch fingieren. Okay, machen wir. Wir haben einen gegen Ulster, okay. Und hier unten haben wir auch noch... Ne, das läuft noch, das ist noch nicht ganz durch. Steht zwar schon 100%, ist aber noch nicht durch. Auch schön, ne? Gut. So, die zwei sind schon mal fertig. Holen wir mal da zusammen rüber. So, müssen wir weiterlaufen lassen, ne? Unzufriedenheit unter den Handwerkern. Verlängern wir Stabilität oder verlieren 136 Dukaten. Wie hoch ist unsere Stabilität? Ja, nehmen wir die. Das andere ist mir zu viel Geld. Sind die noch nicht zusammengezogen, ne? Ach so, okay, wird sofort so sein. Das ist jetzt eine Armee. Passt. Da müssen wir noch gucken, dass wir noch ein paar andere Truppen kriegen, ne? Normale. So. Ein 50. So, da haben wir schon mal noch drei dabei. Dann sind wir da schon mal ein bisschen aufgestellt. Hier sind wie viele Truppen? Haben wir gar nicht zusammengezogen, okay. Die sind aber aufgefüllt, ne? Ja. Ach so, weil da noch einen haben wir nachgemacht, ne? Gut, dann da nichts mehr erst. Ja, Anjou war das eben. Hier würde ich jetzt aber sagen, fahren wir dahin, gehen wir dahin, fahren mit denen dann nach da oben hin, ne? So, dann sollten die da auch ankommen. Sind schon unterwegs, ne? Ja. Bedeutender Mann ist gestorben. Okay, das war jetzt nicht entscheidend. Geht. So, und jetzt müssen wir hier gleich gucken, gegen wen wir hier was machen, ne? Gut, die Truppen sind auf Land. Und jetzt gucken wir erstmal nach. Pause rein. Die sind verbündet mit Schottland und Ulster, okay. Und die... Connaught und Ulster, okay. Hier schon Anspruch fingiert? Ich glaube nicht. Das machen wir als erstes dann. Die haben so ein kleines Netzwerk untereinander da, ne? Tja... Die Schotten, ne? Die sind auch noch da. Die ziehen wir mal darüber. Wir haben sogar noch einen freien Diplomaten. Die können wir zusammenziehen. Wie ist denn das mit unserer Truppe hier? Ja, die wird unterhalten, das passt, alles klar. So. Provence. Was ist mit der Provence jetzt? Machen wir mal. Als drittes. Exkommuniziert, ja. Von der Kirche. Hier sind sie auch noch. Und da. Aber das wäre besser, wenn wir das kriegen. Und dann noch hier Saint-Onge oder so ähnlich. Saint-Onge. Oder wie das auch immer heißt. Und dann hätten wir eine Einheit. Wie lange geht denn noch der Frieden? Das wird Geschichte, Waffenstillstand mit uns bis 1456. Ah, das sind noch 4 Jahre. Ja. Hier oben ist schon was zurückerobert, ne? Wir müssten noch ein paar Truppen mehr haben. Ah,
kriegen wir auch noch. Ich hätte auch hier machen können, ne? Wäre vielleicht einfacher gewesen. Naja, jetzt ist es erstmal so. So, wie sind die unterwegs? Verbündet mit Desmond. Wer ist Desmond? Da unten die, okay. Das sollte nicht so schwierig sein, ne? Anspruch hingehen wir schon, ne? Passt. Was ist denn hier mit los? Müsste das nicht erledigt sein? Ja, ich habe ihn nicht abgerufen wahrscheinlich, ne? Das könnte sein. Was ist das? Das wurde verringert. Holstein, okay. Jetzt ist da irgendwas aber faul, oder? Ja, mach das nochmal. Jetzt, aber das ist ja schon auf 100. Irgendwas ist da. Sind wir entdeckt worden und das war das Problem, ne, oder? Dann lass das sein. Gut, weiter. Die sind da besser unterwegs, oder? So, die Einheit kann da zusammengezogen werden. Können wir schon eine neue machen? Ja, dann machen wir die auch. Dann können wir die einen. Das sind schon mal auf jeden Fall 6 Einheiten. Das ist schon besser so. Ja, London. Hier oben 15 Truppen sind natürlich nicht wenig von dem Schotten, ne? 53 haben wir, 14, 53. So ein bisschen dauert's noch. Ich weiß nicht, wie viel die da unten haben, ne? Tja. Müssen wir gucken. Was machen wir als nächstes? Gute Frage, ne? Können auf jeden Fall hier noch eine neue Einheit wieder bauen. Und die einen. Das klappt auch. Können wir hier weiter reingucken. Da rein. Dann da rein. Und jetzt gucken wir. Wir haben da einen Berater. Vielleicht sollten wir hier auch noch einen besorgen. Oder wie sehe ich das? Gucken wir mal rein. 112. Kostet uns einen hier. Einheitenlimit. Armee 10. Unterhaltarmee günstiger, das wäre wichtig. Aber den können wir uns noch nicht leisten, weil wir noch 58 Taler nicht haben. Aber da müssten wir nochmal drüber nachdenken, ne? Ah, das sind 2er, nee, da. Den können wir uns dann doch nicht leisten, ne? Das war wohl zu teuer, oder? Da kommt irgendwas rein von Castile. Ja, ich denke, das akzeptieren wir dann. Und was ist denn hier noch so? Mal durchgucken erstmal gerade. So, 4 Taler haben wir da pro Monat. Das ist gut. Wie schaut es hier aus? Sortieren nach Einkommen. 5 kommen, also 6 wird da abgeschöpft. Das sieht doch gut aus, oder? Oh, in Lübeck können wir mehr abschöpfen. Und wer schöpft hier in der Nordsee ab? Schwierig, ne? Wer ist denn das, der da losläuft? Steht das hier irgendwo? Wo sehe ich, wer wo ist?
da. Alexander oder sonst wie der auch heißt. So. Jetzt ist der nur unterwegs erstmal. Aber der müsste dann ja gleich ankommen. Jetzt ist er angekommen. Nee, das hat jetzt nichts gebracht, wirklich, oder? Okay. Der schöpft jetzt 45 hier ab, oder? Und dann war es das nicht. Weiter. Was ist das nochmal? Das war wohl nur eine Momentaufnahme. Eine Staatsehe. Okay, die akzeptieren wir auch mit den Spaniern. Die ist nicht schlecht. So, was ist hier jetzt am Laufen? Da, ein Händler hier. Mit abgeschöpft. Ach, wir schöpfen ab. Das ist das Falsche. Norwegen auch hier so ein böses Volk. So, das ist das Richtige. Und Lübeck haben wir eben auch verkehrt gehabt, ne? Dann nochmal. Handel übertragen, gucken, ob es jetzt läuft. Jetzt übertragen wir den Handel aus Lübeck, ne? Und das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. So, wir können irgendwo was investieren. Im Marktplatz sollten wir auch tun. Warte mal, wir wollten aber einen Berater haben. Brech das nochmal ab. Ach so, das war ja nicht mit Geld aufzuwiegen, ne? Klar. Das war ja hier jetzt, sag schon... Administrative? Ne, diplomatische Macht ist das... Ja, machen wir auf jeden Fall, ne? Das ist wichtig. Okay. Ja, die anderen beiden müssen wir noch. Dann sind wir dann auch mal auf dem Weg, dass wir vorankommen, ne? Gut, okay. Ja, soweit, so gut. Machen wir hier eine Pause, denke ich. Wir rüsten hier noch auf, gucken zu, dass wir das hier dann irgendwann soweit haben. Da können wir auch einen Anspruch fingieren. Das machen wir mal gerade noch. Okay. Dann gucken wir mal noch rein. Wen haben wir denn da noch so? Provence, sind wir noch zugange? Das war jetzt der in Ulster, ne? Oder? Nee. Das ist hier. Wie steht der Dank? Der Dank, der Stand der Dinge hier. Da haben wir noch einen frei. Dann macht er das da. Gut. Okay. Nächste Folge gucken wir dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.